Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Die Kunst der Rede Bundle von AK23. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundleinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. AK23 mit Die Kunst der Rede, das Ganze am 19. Juni erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist schon etwas her, ein paar Monate oder knapp 3 Monate mittlerweile, da ist dieses Album erschienen. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte es damals nicht so auf dem Schirm, deswegen gibt es das jetzt leider etwas verspätet. Später aber doch bin ich darauf aufmerksam geworden und das Ganze möchte ich euch heute vorstellen. Ja, wir haben hier ein Bundle bestehend aus dem Album an sich, Die Kunst der Rede. Dann haben wir als zweites 2 Fotokarten mit dabei. Dann einen kleinen Druckverschlussbeutel mit diversen Stickern. Und dazu gab es dann auch noch ein Shirt. Ja, das Ganze gab es über Basement Place zu bestellen. Es gab bei diesem Bundle sogar unterschiedliche Varianten, was das Shirt betrifft. Und zwar gab es einmal das Shirt, was ich habe, in Schwarz. Und zum Zweiten gab es dieses hier in Weiß mit rotem AK23 Aufdruck. Gut, das nur am Rande. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Die Kunst der Rede, AK23, lesen wir hier. Dann haben wir hier den Interpreten abgebildet, der hier an einem Tisch sitzt und hier scheinbar gerade Texte schreibt. Und die Texte werden nicht irgendwie mit Kugelschreiber und Bleistift geschrieben, sondern tatsächlich mit seinem eigenen Blut. Also, hier steckt der Schlauch in seiner Vene und hier wird mit dem eigenen Blut das Ganze geschrieben. Heftiges Cover. Kommt in einem regulären Toolcase. Auf der Seite lesen wir auch AK23, die Kunst der Rede. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 11 Tracks an der Zahl. Features sind auch mit dabei und zwar 4 Stück. Okay. Dann haben wir darunter die Logos der Beteiligten und natürlich die Infos. Das Ganze ist erschienen über 23 Records Hannover. Dort ist der gute Mann noch her, aus Hannover. Und ja, dann schauen wir mal ins Innenleben. Als erstes kommen wir zum Booklet. Wir haben hier so einen Einleger. So, was haben wir hier? Wir haben hier einmal die Elemente von Hip-Hop. DJ, MC, Graffiti, B-Boying und Knowledge. Auf Deutsch, ah nein, nicht die Übersetzung, okay, ich dachte jetzt schon mal kurz, hier wäre die Übersetzung. Hip-Hop als Führung, die Diktatur, Erschaffer, Erbauer, die Manufaktur. Rhythm and Poetry. Und auf der Rückseite lesen wir, einerseits haben wir hier so die Infos und Credits. Und dann haben wir hier zu den einzelnen Tracks auch noch die Infos, wer daran beteiligt war. Also wer das Ganze produziert hat, wer den Beat beigesteuert hat und natürlich wer den Text beigesteuert hat. Gut, also die wichtigsten Infos haben wir hier drin. Dann kommen wir zur CD. So sieht die aus. Die Kunst der Rede. Dann sind hier so diverse Worte noch so in Rot rundherum. Also unter anderem lesen wir Hip-Hop, Rap, Segen, Hass, Reichtum, Stille, Engel, Angst, Vertrauen, Alleine, Gewinn. Also jede Menge Gedanken, die man scheinbar so mit dem Thema verbindet. AK23 dahinter. So, das war's zum Album. Als nächstes haben wir dann einen Beutel mit Stickern. Schauen wir mal rein. So. Und zwar haben wir hier 1, 2, 3 Sticker. Die sind so, also das, was wir auch auf dem Shirt dann vorfinden werden. Hier lesen wir wieder. Knowledge, the lost element of Hip-Hop. Die Kunst der Rede, ak23.de. Alle 3 Sticker sind ident gestaltet und sind so in Schwarz, Rot und Weiß und quadratisch. So, nächster Inhalt sind diese beiden Kärtchen hier. So, hier haben wir einmal AK23 abgebildet in einem Tanktop. Auf der Rückseite die Info zu seinem Merchandise, das es exklusiv auf Basement Place gibt. Und das letzte, also die zweite Karte, ist dann diese hier. Hier sehen wir ihn vermutlich gerade beim Aufnehmen seiner Texte im Studio. Rückseite ist hier auch wieder mit dem Merchandise.
So, und dann kommen wir zum letzten Inhalt des Bundles. Und zwar haben wir hier das Shirt. Wie gesagt, es gab das Shirt ja in zwei verschiedenen Varianten. Ich habe mich für das Schwarze entschieden. Und zwar lesen wir hier wieder Knowledge, the Lost Element of Hip-Hop, die Kunst der Rede. Ja, erinnert ein bisschen so von der Optik leicht an das Logo von Run-DMC, kennt man vielleicht. Und auf der Rückseite ist das Ganze in schwarz gehalten. Also hier gibt es keinen Aufdruck. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Souls Imperial in der Größe M. Die Größe konnte man sich frei auswählen. Das Ganze ist 100% Baumwolle. Und wo haben wir es? Was lesen wir hier? Nein, das sind die Waschhinweise. Genau, hier lesen wir es. Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. Wie gesagt, zwei Shirts in verschiedenen Größen zur Auswahl. Dann haben wir die zwei Karten, einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Die drei Sticker, quadratisch, sowie natürlich das Album an sich im regulären Jewel Case mit insgesamt 11 Tracks. Jawohl, und wenn ihr das Bundle, das ist wie gesagt exklusiv bei Basement Place bestellt, dann bekommt ihr so wie ich auch noch Sticker von Basement Place dazu. Also die gehören jetzt nicht zum Bundle dazu, aber die werden euch dann vermutlich genauso wie bei mir einfach beigelegt. Gut. Das war's soweit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr AK23 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.